Willkommen zurück auf meinem Kanal. YouTube legt sehr viel Wert auf Algorithmen, also wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, lasst mir einfach einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Herzlichen Dank und jetzt geht's los. Treiben wir Russland in die Arme von China? Ich sage ja. Und hier ist warum. Russland wird ja nun schon seit vielen Jahren durch europäische und amerikanische Sanktionen ausgegrenzt. Wenn wir uns die aktuellsten Sanktionen ansehen, verwundert es mich überhaupt nicht, dass Russland sich weiter und weiter an China annähert, auch an ein gemeinsames Zahlungssystem mit dem chinesischen Partner. Da wären zum einen der Finanzsektor. Russland ist ja erst vor kurzem vom SWIFT-Verfahren ausgeschlossen worden. Nun, ich denke, dass die russische Regierung mit Sicherheit Mittel und Wege hat, um weiterhin an Geld zu kommen und auch Geld zu transportieren. Für mich persönlich, ich denke, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung mehr von diesem Ausschluss betroffen ist als die russische Regierung, also die Zivilbevölkerung, die im Prinzip mit dem Krieg ja eigentlich nichts zu tun hat. Dann wäre ja natürlich der Transportsektor. Die gesamte EU und die USA haben ja russischen Flugzeugen verboten, ihren Luftraum zu betreten. Nun, was heißt das? Generell bin ich der Meinung, dass russische Politiker sowieso schon nicht mehr in die EU eingereist sind. Aber die russische Zivilbevölkerung, die eventuell Familie besuchen möchte, Freunde, Verwandte, Partner, wie auch immer, haben jetzt dazu nicht mehr die Möglichkeit. Auch hier wieder, denke ich, treiben wir einfach auch die, nicht nur die russische Regierung, aber auch die russische Bevölkerung ein Stück weit Richtung Osten, also in die chinesischen Arme, einfach weil die Russen jetzt sehen, dass wir keine zuverlässigen Freunde oder auch Partner sind. Natürlich sehen wir, dass viele Russen demonstrieren und auch gegen den Krieg sind, mir ist das bewusst, aber viele Russen sind natürlich auch sehr nationalistisch und vertrauen eben einfach auch dem, was die Regierung ihnen erzählt. Und von dem her denke ich, wird das für uns als Europäer langfristig Nachteile haben, dass sich die Russen von uns entfernen, anstelle sich uns anzunähern. Dann wäre dort noch der Energiesektor. Ja, Nord Stream 2 wurde gestoppt, aber Nord Stream 1 läuft ja weiterhin weiter. Durch Nord Stream 2 lief ja oder fließt ja, soweit wie ich weiß, noch gar kein Gas. Das heißt, da werden erstmal keine Einschnitte zu erwarten sein für die russische Regierung. Und die Ölimportstoppe, ja, die werden mit Sicherheit Geld kosten. Nicht nur für uns, aber auch für Russland. Aber langfristig gesehen wird China einfach diese Importe aufkaufen. Das heißt, alles das, was jetzt die EU oder die USA nicht mehr aufkaufen oder einkaufen, wird einfach von der chinesischen Regierung eingekauft. Das heißt, Russland bekommt langfristig sein Geld so oder so. Ich bin auf einen interessanten Artikel gestoßen mit dem Titel "Inmitten des Ukraine-Kriegs streben Russland und China eine neue Weltordnung an". Für viele hat der Begriff Weltordnung oder neue Weltordnung immer etwas Negatives. Ja? Wir alle kennen die Bücher "Eine neue Weltordnung" etc. Nun, Anfang Februar haben sich Russland und China getroffen, bei dem eben auch ein sogenanntes Gentleman's Agreement verabschiedet wurde. Zumindest nennt das der Artikel so. Und hierbei geht man davon aus, dass China und Russland einfach seine Partnerschaft mehr Nachdruck verliehen hat. Also, dass sich beide gegenüber Solidarität verschrieben haben. Interessanterweise ist Russland nur 3 Wochen nach diesem Agreement, also nach dieser Vereinbarung, in die Ukraine eingefallen. Also, für mich persönlich erscheint es so, als wenn Russland sich so ein wenig die Erlaubnis geholt hat von China, dass China nicht eingreifen wird oder auch keine Sanktionen unterstützen wird. Denn wäre natürlich Russland von der ganzen Welt abgekoppelt oder abgekapselt, wäre es deutlich schwerer, diesen Krieg fortzuführen. Da aber eben China gegen Sanktionen ist, auch bis heute, und offensichtlich, also auch offen Russland ja unterstützt in den Medien, aber auch wirtschaftlich, macht es für mich Sinn, dass eine solche Vermutung, also bei diesem Gentleman's Agreement, dass da einfach vereinbart wurde, hey, wenn du angreifst,
wir stehen trotzdem hinter dir. Interessanterweise bin ich auch auf Artikel gestoßen von 2014, in dem der Fokus schreibt, der Westen treibt Russland förmlich in die Arme Chinas. Das heißt, für uns eigentlich ist das keine Überraschung, dass Russland sich seit längerer Zeit an China annähert. Und klar, jetzt kann viele sagen, was interessiert mich das denn? Das betrifft mich doch gar nicht. Bin doch in der EU und Russland ist ja da drüben. Aber eine Partnerschaft zwischen Russland und China ist nicht unbedingt von Vorteil für uns, vor allem nicht für uns Europäer. Und uns muss bewusst sein, dass das langfristig für uns eher Nachteile haben wird. Darauf komme ich dann nachher noch zu sprechen. Auch das Auswärtige Amt hat im letzten Jahr, im März letzten Jahr, am 19.03.2021, nochmal unterstrichen, dass Russland nicht in die Arme Chinas getrieben werden darf. Das sagte damals der Außenminister Maas im Interview mit der Deutschen Welle. Also es wurde immer wieder und immer wieder hervorgehoben. Und ich habe das Gefühl, also für mich persönlich einfach, dass die europäischen Länder sehr oft so ein bisschen in der Angst leben, wenn es darum geht, wir wollen ja nicht unseren amerikanischen Bruder verärgern. Also wenn die Amerikaner Sanktionen verhängen, müssen wir auch diese Sanktionen verhängen, sonst verlieren wir da einfach den Rückenhalt der USA. Denn im Prinzip wäre es für uns, also ganz generell wäre es für uns gut, mit allen Ländern uns zu vertragen. Hier nochmal ein interessanter Artikel von dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Volkskongress in China. Peking lehnt Sanktionen gegen Russland ab. Keine Einmischung in den Krieg. Im Ukraine-Krieg lehnt China es ab, sich von einem strategischen Partner zu distanzieren. Das sagt mir eigentlich ja schon alles. Wenn man davon ausgeht, dass Russland in ein souveränes Land eingefallen ist und China trotzdem, also sich trotzdem von Sanktionen distanziert, dann ist das schon sehr vielsagend. Zumal ja auch der Ministerpräsident Li Keqiang vielmehr die Sanktionen kritisiert gegen Russland. Weiterhin denke ich, wird es interessant werden um die Region Taiwan, also um das Land Taiwan. China betrachtet ja Taiwan schon seit vielen Jahren als abtrünnigen Teil Chinas und möchte dieses ja auch gerne zurückholen ins chinesische Reich. Jetzt, da ja Russland es vorgemacht hat, wie einfach es doch ist, in ein souveränes Land einzufallen, ist es, denke ich, nur eine Frage der Zeit, bis China das Gleiche tun wird in Bezug auf Taiwan. Und wir sehen ja auch, dass China seine Militärausgaben bereits um 10,1% erhöht hat. Ist das nur Zufall oder steckt da was dahinter? Interessanterweise werden ja auch die USA als Verursacher des Krieges hervorgetan von der chinesischen Regierung. Ich bin mir nicht sicher, worauf die Chinesen sich da stützen, denn der Krieg ist natürlich eindeutig von den Russen initiiert worden. Aber da man merkt einfach die Mentalität der Chinesen und wie sie zu diesem Krieg stehen. Ja? Also ich denke, es ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Besonders hervorzuheben ist das Zitat von Chinas Ex-Botschafter in der Ukraine, der dazu sagte: Egal wie sehr die USA versuchen, Sanktionen gegen uns zu erlassen oder China zu unterdrücken, wird es uns nicht daran hindern, aufzusteigen, während sie absteigen. Also man sieht da einfach schon die Mentalität, wo es hingehen soll. So, was meine ich damit? Nun ja, bereits in einem Artikel vom letzten Jahr, also im März, fast vor einem Jahr, hieß es schon im Handelsblatt, Russland und China wollen sich vom globalen Zahlungsverkehr abkoppeln. Was ist damit gemeint? Nun ja, die USA stellen ja die globale Reservewährung. Also quasi der Dollar ist ja die globale Reservewährung. Ja. Das heißt, jede Währung oder fast jede Währung ist an den US-Dollar gekoppelt. So eben auch momentan noch in China, auch noch Russland. China muss und haben aber seit mehreren Jahren bereits an einem eigenen Zahlungssystem gearbeitet. Einem Zahlungssystem, das sie unabhängig macht von der USA. Zum Beispiel wurde an eigenen Kreditfirmen gearbeitet, also einfach ein eigenes Kreditsystem aufbauen. Das heißt, Mastercard und Visa werden dann nicht mehr notwendig in diesen Ländern, weil sie ihre eigenen haben.
Jetzt könnte man sagen, das interessiert mich auch nicht, weil das sind ja, ist ja einfach nur Geld und das macht dir gar nichts, die sollen ja machen, was sie wollen. Das mag kurzfristig stimmen, aber wenn wir bedenken, wie wichtig der US-Dollar, auch wenn wir vielleicht den US-Dollar nicht schätzen oder auch wenn wir die Amerikaner nicht mögen sollten, also obliegt ja jedem selbst, wie er mag und wie er nicht mag, der US-Dollar ist bisher noch von Wichtigkeit für uns, weil er eben einfach die Weltreservewährung ist und viele unserer Währungen an den Dollar gekoppelt sind. Wir merken das ja jedes Mal, wenn die Börse in den USA crasht, dann crasht die auch hier in Europa. Und wenn jetzt der US-Dollar als solches, also als Reservewährung, abgelöst werden sollte durch, sagen wir jetzt zum Beispiel, den chinesischen Yuan, dann würden wir hier im Westen, also Europa und USA, eine deutliche Preissteigerung bemerken. Und ich rede hier nicht nur von ein paar Prozent, sondern eine wirklich deutliche Preissteigerung. Denn der Verfall des US-Dollars würde alles runterziehen. Wir merken ja jetzt schon, die Preise bei den Rohstoffen werden immer höher. Die Rohstoffe werden nun mal in Dollar gehandelt. Und natürlich ist da auch viel Spekulation dabei und das treibt die Preise auch an. Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn der US-Dollar einfach als Reservewährung abgelöst würde, dann würde es nochmal zu einer deutlichen Preissteigerung kommen, in allen Bereichen des Lebens. Ich habe hier nochmal einen ganz guten Artikel gefunden im Kryptocall. Für alle, die es nicht wissen, ich bin auch sehr aktiv im Bereich der Cryptocurrency, also der Kryptowährungen. Ist nicht für jeden etwas, mag auch nicht jeder sich damit auseinandersetzen. Viele vertreten die Meinung, Bargeld ist Bares. Und es mag schon sein, bin auch ich teilweise der Meinung, aber es ist gut, sein Portfolio zu diversifizieren. Also wie gesagt, Stocks, also Aktienmärkte, Cryptocurrency, Immobilien etc. Also es gibt ja da ganz verschiedene Portfolios. Wenn ihr darüber mehr wissen möchtet, lasst es mich gerne wissen und ich mache darüber gerne mal ein Video, wie so ein Portfolio aussehen könnte. Das ursprüngliche Bretton Woods System, wie ich schon erläutert habe, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Man hat einfach den US-Dollar als Weltreservewährung anerkannt und wurde auch dann an das Gold gekoppelt. Viele andere Länder sind dem Beispiel dann gefolgt und haben ihre Währung auch an den Dollar und das Gold gekoppelt. Nun, irgendwann in den 70ern natürlich haben dann viele Länder, ich glaube Frankreich hat dann damit angefangen, haben dann festgestellt, hey, vielleicht ist das keine gute Idee, wenn ich meine Währung, also meine Reserven an das Gold kopple, was in den USA gelagert ist, da ich ja auch gar keinen Zugriff darauf habe. Die USA versprach somit, dass jedes Land, das Dollarnoten hielt, diese Dollarnoten für Gold eintauschen könnte. Nun, wie wir alle wissen, wie vertrauenswürdig klingt das, ja? Also das heißt, wir müssen ja so einem anderen Land vollkommen vertrauen, dass dann eben auch da genug Reserven vorhanden sind und wir Geld, wenn wir Dollarnoten behalten oder Dollarnoten lagern, dass da auch genug Gold dann vorhanden ist. Selbstverständlich haben viele Länder dem nicht vertraut und haben ihre Geldreserven, also ihre Goldreserven dann zurückgezogen. Die USA konnte dem natürlich nicht mehr nachkommen und hat dann im Zuge 1971, ich glaube, unter Nixon den Goldstandard abgeschafft. Ihr seht also, wie wichtig dieser US-Dollar auch doch noch für uns ist, auch für uns Europäer. Ja? Wir sind noch so eng gekoppelt an den US-Dollar als Reservewährung, dass wenn der US-Dollar in Wert verliert, wird auch der Euro zwangsweise an Wert verlieren. Somit auch unsere Sachwerte und Anlagenwerte. Nun, wer sind die Profiteure von dem Ganzen? Ich denke, Bitcoin und China werden hier ganz große Gewinner sein. China natürlich, weil sie gegen keine Inflation ankämpfen müssen, so wie wir es jetzt momentan tun. Und der Bitcoin natürlich ist eine Währung, in die sich jetzt viele Menschen reinretten, also hineinretten. Nicht nur die Russen oder die Ukrainer oder die, wobei in China ist es ja verboten worden, aber, also das Mining zumindest. Aber viele Menschen stellen aber jetzt fest, dass so ein Bitcoin, der ist ja auch sehr schwer zu
kontrollieren. Also so Fiat kann man ja ganz schnell mal einfrieren, wir haben ja jetzt gesehen bei den russischen Oligarchen weltweit. Aber so ein Bitcoin kann man mal nicht einfach so einfrieren. Das heißt, man kann doch noch sein Geld relativ einfach hin und her bewegen und auch ausgeben. Man kann ja auch mit Kryptowährung heutzutage schon bezahlen an verschiedenen Kassen oder eben auch online. Und ich denke, in der Zukunft wird der Bitcoin und andere Kryptowährungen da wirklich nicht nur an Wert gewinnen, sondern auch an Nutzbarkeit. Wie wichtig Bitcoin doch werden wird, sehen wir dann schon daran, dass eine Bank, so wie die Credit Suisse, die über 1,5 Billionen Schweizer Franken verwaltet, Bitcoin erwähnt im Zusammenhang mit einer neuen Weltfinanzordnung oder Finanzordnung. Ich denke, daran sehen wir einfach, wie wichtig Kryptowährungen sein werden. Wir können uns davor auch nicht verschließen, auch wenn uns unser Bargeld natürlich um einiges mehr am Herzen liegt. Muss es aber auch bewusst sein, Bargeld am Ende des Tages bleibt auch nur Papiergeld. Lasst mich wissen, wie ihr zur Kryptowährung steht. Ist das für euch ein trojanisches Pferd? Ist das die Rettung vom Fiat-Geld? Oder sagt ihr, das ist nur Hexenwerk? Also ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare. Lasst mir einen Daumen hoch, wenn euch meine Videos gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!